Liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Therapreta-Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Und heute eher so ein Gartenbegrünungsthema. Aber im Garten spielt ja auch immer EM eine große Rolle. Deswegen habe ich mein aktuelles Lieblingsprodukt Triaterra Meer hier hingestellt. Haben wir ganz neu dabei. Das funzt richtig. Und zwar geht es heute um Krisenvorsorge und der Gedanke Krisenvorsorge, wie kann ich meine Nahrungsmittelversorgung gewährleisten, wenn aus dem Supermarkt mal nicht jede Woche zuverlässig mehr die Nahrung kommt. Das wird ja ein immer größeres Thema und da kann der eigene Garten oder selbst der eigene Balkon ein gutes Stück bei helfen. Und da gibt es meine Top 10 der Gemüse- und Obstkulturen, die für die eigene Krisenvorsorge, für den langen, harten Winter geeignet sind, dass man damit tatsächlich über die Runden kommt, nicht nur ein bisschen Salat und Petersilie und schöne Gewürze, das sind auch wichtige Sachen, die auch aus dem Garten kommen, die für die Gesundheit und das Wohlbefinden interessant sind, aber mal richtig Kalorien, gute Lagerfähigkeit, wie kommen wir durch eine schwierige Versorgungslage. Ja, die können sich ja überlegen, was ihre Top 10 Top 10 der wichtigsten Selbstversorger-Gemüsekulturen sind, die richtig zur Selbstversorgung beitragen. Hier sind meine. Und wahrscheinlich ihre und meine erste Wahl: Kartoffeln. Die Kartoffel hat tatsächlich für Jahrhunderte in Europa den Hunger beendet. In der kleinen Eiszeit wurden letztendlich richtig eingeführt von Friedrich dem Großen, der das hier in den 1750er Jahren in Preußen, Deutschland verbreitet hat. Aber so 1600, 1700 rum sind sie hier in Europa angekommen und waren so erfolgreich, so eine sichere und ertragreiche Kultur, dass sie tatsächlich überhaupt erst die europäische Bevölkerungsexplosion ermöglicht haben, dass die Kinder eben überlebt haben, weil genug zu essen da war und die für Jahrhunderte den Hunger besiegt haben in Europa, mehr oder weniger bis zu dieser Episode in Irland, wo dann teilweise Millionen gestorben sind, weil die Kartoffelbleiche, die Phytophthora, der Mehltau, die sich an die Kartoffel angepasst hat und plötzlich die ganzen Bestände ausgerottet hat. Ja, die Kartoffel, die wir trotz des Mehltaus in Europa und bei uns sehr gut und sehr sicher anbauen können, wäre also mein erster. Und ich habe mir nicht nur die 10 Kulturen aufgeschrieben, sondern auch über wie viel Kalorien haben die. Gar nicht mal so viel, 77 Kilokalorien je 100 Gramm. Das heißt, wenn man tatsächlich eine hauptsächliche Versorgung der Kalorien über Kartoffeln leisten will, dann muss man da schon fast 2 Kilo am Tag von, oder gut 2 Kilo am Tag von essen. Das, man wird sich natürlich nicht nur von Kartoffeln ernähren, sondern auch noch von anderen Sachen. Ideal ist so eine Ergänzung Kartoffeln und Rohmilchprodukte oder Butter oder sowas. Ne? So, und die Kartoffel hat ich habe ja schon einiges in meinem Newsletter immer geschrieben, wie wir Kartoffeln anbauen können. Relativ simpel, sogar auf dem Rasen. Ne? Wenn Sie jetzt sagen, nächstes Jahr, jetzt will ich jetzt mal Kartoffeln anbauen, ich habe hier nur einen Rasen, dann hauen Sie da Pappe rauf. Richtig dick Pappe. Am besten holen Sie sich Möbelpappe oder so, gut überlappen. Man macht die Tacker und die Klebestreifen und so ab. Ein bisschen Farbe und Druck darauf stört nicht. Und dann macht man und gut überlappen, so mindestens 30 cm überlappen, dass die Wiese, Giersch, irgendwelche Unkräuter darunter nicht durchkommen. Und dann darauf Erde und zwar mindestens 10 cm. Wir machen das tatsächlich so, dass wir dann quasi die Reihen schon, also dass wir dann Kompost oder Erden nehmen, also ideal ist natürlich Kompost, dass wir richtig schon auf der Pappe Dämme machen mit dem Kompost, also zack, 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 die Dämme und richtig auf die Pappe sozusagen die Kartoffel legen, den Damm darüber und dann gut wässern, dass der Kompost und die Pappe gut durchgefeuchtet ist und dann kann unter der Pappe ohne Umgraben, ohne ganz furchtbar viel Hacken und Unkrautkontrolle,
dass die Wiese, der Giersch, was auch immer sie an Problemunkräutern haben, darunter kaputt gehen und oben kann die Kartoffel wachsen. Man kann auch noch ein bisschen gucken, dass man nochmal anhäufelt, ein bisschen mehr Kompost drauf macht oder vielleicht auch mit Laub oder irgendwas anderes nochmal eine dicke Mulchschicht oben drauf macht, dass es richtig gut wachsen kann. Ja, und das ist eigentlich eine ertragreiche, ne? Da geht ja bis 300 Tonnen kommen da pro Hektar runter, also 30 Kilogramm pro Quadratmeter. Moment, das klingt ein bisschen viel. 10.000, ja doch. Also bis zu solchen Erträgen kann das hochgehen. Aber ich sag mal so, im Schnitt werden sie vielleicht 5 bis 10 Kilogramm pro Quadratmeter ernten, wenn das gut läuft. Ne? Ja, also das ist eine ganz wunderbar lagerfähig. Gucken Sie, dass es frostfrei gelagert ist, dass es ja, erdfeucht eingelagert wird. Also nicht waschen die Kartoffel beim Einlagern, sondern mit Erde dran lassen und dann einlagern. Gucken Sie, dass da keine Mäuse rankommen. Eine ideale Sache wäre sowas wie eine Erdmiete oder ein Keller. Und wir werden jetzt mal eine Waschmaschinentrommel ausprobieren. Eine Waschmaschinentrommel, Edelstahl, dicht, da kommen keine Mäuse oder Getier ran. Buddeln wir ein in die Erde und dichten das und werden das oben gut mit Strohheu abdecken, dass es nicht einfriert und dann da unsere Kartoffelernte reinlegen. Das ist die Kartoffel. Die Kartoffel hat noch ein, ich fange bei der ersten Kultur an und die dauert so lange, ja. Aber die Kartoffel hat noch ein paar Nachteile. Sie enthält Solanin. Solanin ist dieser grüne Farbstoff, der auch in der Schale kommt. Also wenn die Kartoffel total grün ist, hat man schon ein größeres Problem. Solanin ist giftig, stört die Verdauung, ist auch nicht ja, gut, soll auch nicht gut fürs Gehirn sein. Und dieses Solanin wird beim Kochen reduziert, teilweise rausgekocht. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das Kartoffelkochwasser wegkippt. Deswegen ist es auch gut, wenn man eine Kartoffel in Wasser kocht und das dann wegkippt, weil das Solanin dann überwiegend ins Wasser übergeht. Das wäre eine wichtige Sache. Schälen, klar. Speziell wenn es jetzt keine Frühkartoffeln sind, die total gut aussehen, gelb aussehen, aber wenn die leicht grünlich sind, schon ein bisschen älter sind die Schalen, da ist mehr Solanin drin, auf jeden Fall schälen. Kartoffelkochwasser wegkippen. Tatsächlich sind Pommes eine schöne Variante, mit, auch mit den Kindern, wenn man sich Kartoffeln schneidet. Und beim Pommes herstellen wird das Solanin noch effektiver zerstört, weil es noch etwas heißer ist. Also auch eine Variante. Und ja, warum ist das Solanin jetzt so ein Riesenproblem? Da habe ich, es geht noch um die anderen Kulturen. Die Kartoffeln werden wir uns länger aufhalten. Da habe ich tatsächlich, nachdem ich das im Newsletter geschrieben habe, Rückmeldungen bekommen von Kunden, die sich kritisch geäußert haben zu Kartoffeln, beziehungsweise mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass sowohl Goethe wie auch Rudolf Steiner, der Anthroposophen, Begründer der Waldorfschule und so weiter und auch der Demeterbauern, dass die sich kritisch über die Kartoffel geäußert haben. Goethe hat zum Beispiel gesagt, die Hausfrau soll es nicht an Kohl noch an Rüben oder sonst einem Gemüse im Topf ermangeln, damit dem unseligen Kartoffelgenuss nur einigermaßen das Gleichgewicht gehalten werde. Also Johann Wolfgang Goethe fand den Kartoffelgenuss auch schon unselig und meinte, naja, dann muss aber wenigstens genug Rüben und Kohl rein, damit das funktioniert. Und Rudolf Steiner hat das noch etwas konkretisiert aus seiner besonderen Schau. Der hat die Wurzel im Kontakt gesehen mit dem Kopf, mit dem Gehirn und meinte, die Kartoffel ist aber keine richtige Wurzel und hat da so. Rudolf Steiner kritisiert den Kartoffelgenuss auch in Hinsicht der intellektuellen Fähigkeiten im Vorderhirn, der einseitig intellektuelle Fähigkeiten im Vorderhirn fördere, während das eigentliche geistige Mittelhirn dadurch vernachlässigt werde. Okay, wissenschaftlich vielleicht nicht so auf festen Füßen, aber immer interessant, was der Rudolf Steiner da aus der geistigen Welt mit erzählt. Und wir wollen ja auch einen geistigen Anschluss haben. Also sehen Sie, während wir bei Menschen vom Bauch zum Kopf gehen müssen, von unten herauf, müssen wir bei der Pflanze den umgekehrten Weg machen, von der Blüte zu den Wurzeln. Die Wurzel der Pflanze ist mit dem Kopf verwandt. Wenn wir das bedenken, wird uns gewissermaßen ein Licht aufgehen über die Bedeutung der Kartoffel.
Denn die Kartoffel, die hat Knollen, das ist etwas, was nicht ganz Wurzel geworden ist. Man isst also, wenn man viel Kartoffeln isst, vorzugsweise Pflanzen, die nicht ganz Wurzel geworden sind. Wenn man sich also beschränkt auf das Kartoffelessen und zu viel Kartoffeln isst, kriegt man nicht genug Geistiges in den Kopf hinein. Also ich denke mal, dann geht es vor allen Dingen um Spiritualität. Materialismus funktioniert wunderbar mit der Kartoffel, aber eine, keine Ahnung, göttliche, geistige Verbindung ist dann etwas schwieriger. Es bleibt unten in dem Verdauungstrakt so, dass es also so ist, dass mit dem Kartoffelessen die Menschen in Europa ihren Kopf, ihr Gehirn vernachlässigt haben. Diesen Zusammenhang sieht man erst, wenn man Geisteswissenschaft treibt. Da sagt man sich, seit in Europa diese Kartoffelnahrung immer mehr und mehr überhand genommen hat, seit der Zeit ist der Kopf der Menschen unfähiger geworden. Und interessanterweise gibt es aber eine, also wird direkt von Rudolf Steiner dann auch und von den Anthroposophen eine Rettung dafür angesagt, und das ist der Rettich. Der Rettich, der nämlich richtig Wurzel geworden ist und eine richtige Pfahlwurzel und der regelrecht diese Anbindung an das Geistige fördern soll. Und ja, also gucken Sie, dass Sie den Kartoffel ausbalancieren. Erstmal mit dem Solanin, dass Sie aufpassen, dass Sie die Giftstoffe entfernen. Mit dem richtigen Kochen, mit vielleicht Pommes, mit vielleicht eben entsprechenden Schälen. Und dass man es vielleicht auch durch geistige Gemüse ausgleicht. Wenn man sich natürlich nur von Kartoffeln ernährt, aber wer macht das schon? Das ist ja gar nicht das Ziel. Und die nächste Idee ist, da hätte ich ja eigentlich noch ein bisschen Zeolit hinstellen können. Das war nämlich etwas, was ich in den Büchern von Weston Price gelesen habe. Degeneration und Gesundheit. Der, ein ganz berühmter Zahnarzt, der Forschung gemacht hat an Völkern, die sich noch recht traditionell ernähren. Und der hat auch die Inka-Völker besucht. Und ihm ist bei den Inka-Völkern aufgefallen, dass die eben unterwegs ihre gekochten Kartoffeln gegessen haben. Aber immer mit einem Lehmklumpen dabei. Die hatten einen Tonklumpen dabei und den haben sie ein bisschen in Wasser aufgelöst und das mit getrunken, mit gegessen dazu. Und was macht das? Lehm, Ton. Ton ist ein Dreischicht-Tonmineral, große Oberfläche, negativ geladen, Silizium, bindet mit Begeisterung Giftstoffe in der Verdauung. Und gerade eben diese Kartoffelgiftstoffe, Solanin, werden sehr, sehr gut von Ton gebunden, auch Zeolit gebunden. Zeolit ist ähnlich, Silizium, große Oberfläche, negativ geladen, quasi die Luxusvariante davon. Und das heißt, wenn Sie Kartoffeln essen, überlegen Sie, ob Sie ein bisschen Zeolit dazu nehmen. Unser Zeolit ist nicht direkt als Lebensmittel verkauft, sondern als Bodenhilfsstoff, hat aber die gleiche Korngröße und Sauberkeit. Ansonsten gibt es eben für die Lebensmitteleinnahme gibt es eben entsprechende Zeolit, Medizinprodukte oder Heilerde. Oder Sie gehen einfach in den Garten und nehmen sich einen Tonklumpen wie die Inka-Indianer. Genau, also das nur so als Hinweis, damit man die eventuell negativen Varianten der Kartoffel ausgleichen kann. Einfach mit Zeolit essen und mit Rettich ergänzen. Okay. So, was haben wir noch? Der zweite, mein persönlicher Favorit, da würde ich auch gerne wissen, was Rudolf Steiner dazu sagt. Der hat sich ja aber dazu nicht geäußert, ist nämlich der Hokkaido-Kürbis bzw. Kürbisse allgemein. Eine so einfach anzubauende Pflanze, die sehr gut lagerfähig ist, wo ich wirklich einfach die Samen in die Erde stecke. Ich habe mir sogar im Frühjahr, als ich nicht genug Samen hatte, für den Hokkaido bin ich nochmal in den Supermarkt gegangen, habe ein Bio-Hokkaido gekauft bei Lidl und habe den gegessen und die Samen nochmal schnell getrocknet, mit Keramikpulver bestäubt, getrocknet im Heizungskeller und dann direkt in die Erde gesteckt. Ich hatte ein Rasenstück angelegt, da blenden wir mal ein paar Fotos hier mit ein. Ich habe einen neuen Rasen angelegt, da habe ich einfach zack, 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 zack mit den Kindern alle 30 cm Kürbissamen gesteckt, auch an der Rasenkante, die wir abgestochen haben, wo auch ein bisschen offene Erde war, Kürbissamen reingesteckt, überall, wo zwischen den Büschen mal ein bisschen offene Erde war, Kürbissamen reingesteckt,
Und auf dem Komposthaufen, auf unserem Hügelbeet. Also überall, wo ich dachte, Mensch, hier ist ein bisschen offene Erde, da kann ich es mal machen. Und ganz, ganz viel ist davon gekommen. Ein paar nicht. Die sind wieder eingegangen, hatten vielleicht nicht so gut Boden, gute Nährstoffe. Wenn sie dann gekommen sind, habe ich sie gegossen mit Urin. 1:10 verdünnt. Das sind sie sehr dankbar und entwickeln sich richtig schön und gehen richtig große, grüne, saftige Blätter und entwickeln sich schön. Ja, und wenn die dann gewässert werden, also wenn man die nicht vertrocknen lässt, dann, wenn man die jetzt gar nicht weitermacht, dann kommen da so zwei gute Kürbisse dran. Wenn man die aber ein bisschen wässert und pflegt noch, vielleicht mit Urin gießt ab und zu, dann kann von einer Pflanze 4, 5, 6 Kürbisse runterkommen. Und ich bin sicher, ich werde dieses Jahr hier in meinem Garten 100, 150 Kürbisse ernten. Und damit würde ich locker über den Winter kommen. Die sind, wenn man die trocken und gut lagert, sind die locker bis in Februar hinein haltbar. Haben auch ähnlich wie Kartoffeln 63 Kilokalorien je 100 Gramm. Desto reifer die sind, desto besser natürlich. Also bei dem Hokkaido, denke ich mal, kann man ruhig mal ein bisschen länger dran lassen. Gucken, dass die ein bisschen reif werden. Dann werden die noch etwas kalorienreicher. Und Kürbis, Hokkaido kann man genauso einsetzen wie Kartoffeln. Kann man Bratkartoffeln von machen, kann man kochen, kann man in Suppe machen, kann man Kürbispüree, also Kartoffelpüree, Kürbispüree machen. Sehr, sehr lecker, mache ich sehr, sehr gerne. Grundnahrungsmittel mit viel Butter. Und man muss sie nicht schälen. Die Kartoffeln muss man schälen, den Hokkaido-Kürbis nicht. Bonus beim Hokkaido-Kürbis, der ist also orange, da ist also jede Menge Beta-Carotin drin. Okay, leicht anzubauen, gerade so, wenn man noch nicht so viel Ahnung hat und einfach nur Samen in die Erde stecken will und so, dann ist der Kürbis eigentlich wunderbar. Da ist selbst die Kartoffel eigentlich schwieriger. Dritte, Topinambur. Topinambur, Süßkartoffel, sieht eigentlich aus wie eine Sonnenblume, mit einem kleinen Sonnenblumen, wird auch so teilweise 2 Meter hoch, kriegt viele kleine Sonnenblumenblüten und hat unten so wie die Süßkartoffel auch eine Wurzelverdickung. Ne, sieht nicht ganz aus wie eine Kartoffel, eher so wie eine Spindel. Je nach Sorte, ich habe dann geguckt, dass ich großfrüchtige, großwurzige Sorten kriege von dem Topinambur. Und der Anbau ist theoretisch noch ertragreicher als der von der Kartoffel. Das Schöne an dem Topinambur ist, man kann den in der Erde lassen. Man holt den raus, wenn man den braucht. Man kann den also den ganzen Winter in der Erde lassen. Gut, wenn es total gefroren ist, der Boden, kriegt man es natürlich nicht raus. Aber so durchgehend gefroren ist der Boden bei uns ja normalerweise auch nicht. Das heißt, man kann Topinambur relativ schlecht lagern. Man muss das richtig dann auch in so einer Erdmiete machen mit viel Erde. Oder man lässt es einfach im Boden und erntet es, wenn man es braucht. Und das Schöne an Topinambur ist, das ist eine richtige Unkrautpflanze. Also die wird man auch nicht mehr los. Das ist dann wie Giersch oder was anderes. Da kommt immer was nach. Es sei denn, man mulcht es mit Pappe tot. Also sollte man sich gut überlegen, wo man den hinsetzt. Aber haben sollte man den. Ist eine schöne Pflanze. Ist ertragreich und für Suppen und dergleichen, also damit rein, wunderbar. 73 Kilokalorien, also alle so in der gleichen Größenordnung, Kartoffeln, Hokkaido, Topinambur. So, das nächste, die Rüben, da gibt es dann wieder andere, die da schlechte Sachen drüber sagen. Kohlrüben, Steckrüben ist das gleiche, das sind also diese Vruken. Furchtbar, der Kohlrübenwinter in Deutschland im Zweiten Weltkrieg und teilweise auch im Ersten Weltkrieg, glaube ich, haben die Menschen ja aus Not, weil es kein Getreide gab, keine Kartoffeln gab, offensichtlich genug, haben sie viel Kohlrüben gegessen. Und wenn man eben so ausschließlich Kohlrüben isst, dann hat das seine gesundheitlichen Nachteile. Da muss man mal den Johann Schnitzer auf jeden Fall, der diese Schnitzermühlen erfunden hat und der eine hauptsächliche Getreideernährung propagiert, so wie es die Römer und im Mittelalter gegessen wurde, bevor es Kartoffeln und dergleichen bei uns gab. Der sagt also, dass der Fehler, den Deutschland im Krieg gemacht hat, war, dass es nicht die Schweine gleich aufgegessen hat, umgebracht hat. Und das Schweinefutter, nämlich die haben viel Getreide bekommen,
für die Menschenernährung genutzt hat, zum Brotbacken, als Getreidebrei und sonst was. Die Dänen haben das so gemacht, die haben sofort ihre Tierbestände reduziert, haben das Tierfutter, was oftmals hochwertiges Getreide war, für die Menschenernährung genutzt und sind gesünder durch den Krieg gekommen als vorher, als bei einer normalen, unproblematischen Ernährung. Also aus dem normalen Handel damals, Erster Weltkrieg, hatten auch keine Probleme mit der spanischen Grippe, sondern haben sich dann eben überwiegend von Getreide ernährt. Und die Deutschen, die haben das, die Schweinebestände aber nicht schnell reduziert, sondern haben denen noch relativ viel Futter gegeben, vor allen Dingen auch hochwertiges Getreide als Tierfutter, und haben selber die Kohlrüben gegessen und dann eben teilweise Schweinefleisch. Und das war wohl ernährungsphysiologisch sehr viel schlechter. Und da war der Ernährungszustand der Deutschen und der Gesundheitszustand dann deutlich schlechter. Da ist dann auch die spanische Grippe, die ja vielleicht auch noch andere Hintergründe hat, da so eingeschlagen. Ja, mit anderen Worten, Getreide wäre auch eine interessante Krisennahrung, ist aber jetzt im Garten nicht wirklich gut anbaubar. Doch relativ aufwendig zu verarbeiten mit Ernten, Dreschen und was weiß ich. Das machen unsere Landwirte mit Mähdrescher, der genialen Erfindung des Mähdreschers, schon ganz gut. Da würde man sich eher da versorgen. Und das empfehlen wir ja auch, oder haben wir ja auch schon drüber geredet in Videos und Newslettern, wie man Getreide einlagert. Kauft man sich eben gutes Biogetreide, Brotgetreide, Körner. Die Ägypter haben das immer 7 Jahre gelagert. Also sag mal, entscheidend ist, dass es noch keimfähig ist, laut Johann Georg Schnitzer. Und keimfähig heißt, also man macht einen kurzen Keimtest, das kann auch nach 3, 4, 5, 6, 7 Jahren eben noch sehr gut keimfähig sein, das Getreide. Also einfach auf dem Küchenpapier Wasser rauf, ein paar Tage feucht halten, und dann sieht man schon, kommen die kleinen Keime hoch. Wenn man das sieht, dann ist alles in Ordnung, kann man das Getreide vollwertig verwenden. Und damit es wichtig ist, dass es trocken gelagert wird, dass kein Getier rankommt, und dass es nicht schimmelt, dass sich keine Pilze drin entwickeln. Und dazu haben wir zum Beispiel, wir haben so eine 5 Liter Eimer oder auch 20 Liter Eimer im Shop auch angeboten. Und dass man da die bis oben in voll mit Getreide macht. Ich mache da gerne noch einen Esslöffel Keramikpulver rüber über den 20 Liter Eimer oder einen guten Teelöffel über den. Schluss hat Schatnix, und das verhindert aber, dass da vielleicht, wenn da jetzt doch ein bisschen mehr Feuchtigkeit ist, dass es da jetzt mikrobiell, dass es da Pilze gibt und da Schadstoffe entstehen. Genau, Deckel drauf, schön dicht. Der ist ja dann auch luftdicht, der Deckel, und dann auch nicht ständig nachgucken. Wegstellen, möglichst kühl, und dann ist das mehrere Jahre das Getreide locker haltbar, und man kann davon, ja, wenn man es dann malt, Brot machen, Sauerteigbrot oder Getreide, Frischkornbrei von Weizen, Hafer, Dinkel, Gerste. Kann man auch Frischkornbrei machen, von Roggen nicht. Versuchen Sie nicht, von Roggen Frischkornbrei zu machen. Das ist, muss wirklich über eine Sauerteigfermentation und das Backen gehen, das Roggen. Das ist kein frisch zu essendes Getreide, auch nicht gekeimt. Der Roggen enthält viele Giftstoffe, die erst durch diese Prozesse abgebaut werden müssen. Auch der Keim kann nicht gegessen werden. Aber alles andere funktioniert da gut und ja, kann eben sehr, sehr lange gelagert werden. So, kurze Abschweifung, Krisenvorsorge mit Getreidelagerung, aber ja, Kohlrüben, Steckrüben, wenn man das eben ausschließlich isst und gekocht ist, dann entsteht da diese Maillard-Reaktion, da verbinden sich Proteine und Zucker, und das ist wohl laut Johann Georg Schnitzer besonders schwierig und ja, kann dann sozusagen den Gesundheitszustand, wenn man das nur isst über Monate, kann das einige negative Auswirkungen haben. Wenn man das roh isst, ist das wahrscheinlich noch eine andere Frage. Vielleicht fermentiert, das ist natürlich eine sehr gute Variante, dass man zum Beispiel Rübenschnitzel macht und das wie Sauerkraut fermentiert. Das könnte also wunderbar funktionieren. Da kann man auch wieder einen Schluck EM reinmachen. 10 Milliliter auf 1 Kilo Gemüse. EM-Produkt. So,
Da haben wir die Kohlrüben und Steckrüben. Das ist im Grunde eine Kohlpflanze, so wie Raps oder so auch oder Kohlrabi. Und dann haben wir die Runkelrüben, Futterrüben. Das ist, geht in Richtung, sieht aus wie Mangold oder rote Beete. Das ist also diese und die haben ja teilweise Riesendinger da, ne? Also da kann man auch gute Erträge von haben. Und ja, gut lagerfähige Sachen haben. Speziell, wenn man alles milchsauer einlegt. Milchsauer, alles was hier ist, kann man milchsauer einlegen, wenn man das wollte. Und dann ist es natürlich wunderbar haltbar. So, die haben 29 bis 39 Kilokalorien, also schon ungefähr die Hälfte von Kartoffeln. Gar nicht mehr so viel, aber haben auch sehr, sehr gute Erträge. So, Mohrrüben und Pastinaken. Mohrrüben 41 Kilokalorien, Pastinaken sollen 75 Kilokalorien haben. Die schmecken auch ein bisschen mehlig, die Pastinaken. Pastinaken haben auch einen höheren Ertrag, sind leichter anzubauen. Also die Engländer machen viel mit Pastinaken. Das wäre also durchaus noch eine Variante, Pastinaken dazu ergänzen. Pastinaken haben auch einen guten und sicheren Ertrag, noch besser als Mohrrüben. Ja, was haben wir noch? Das war die Nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mohrrüben und Pastinaken. So, dann Kohlpflanzen. Ich habe hier einfach mal zusammengefasst. Grünkohl, Blattkohl, Rotkohl, Wirsing. Letztendlich diese ganzen Blätterkohle. Kann auch Futterkohl sein. Auch das kann man, oder Braunkohl sein. Das kann man auch alles wie Sauerkraut einlegen, im Glas, im Eimer fermentieren. Da hatte ich auch mal ein Video dazu gemacht, wie das funktioniert. Mit entsprechend Salz, 30 Gramm je Kilogramm, mit entsprechend 10 Milliliter EM dazu und dann schön reinstampfen, Deckel drauf, gucken, dass man das oben ein bisschen von Sauerstoff schützt, eben vielleicht mit ein paar Opferblättern oben drauf, die man dann, die dann vielleicht ein bisschen Sauerstoff kriegen, die man dann wegschmeißen kann. So, die haben 31 Kilokalorien je 100 Gramm. Und ja, sind aber interessant, weil sie auch die Anbauzeit verlängern. Also kann man teilweise noch nach den Kartoffeln anbauen oder sogar vor den Kartoffeln oder so, weil die eben auch Frost gut abkönnen. Also das Kohl kann durchaus damit rein, speziell wenn man es eben fermentiert. So, dann Stangenbohnen und Buschbohnen. Einfach anzubauen, sicherer Ertrag. Buschbohnen kann man jetzt im Juli noch legen. Bis Mitte, Ende Juni kann man Buschbohnen noch aussehen und hat die dann bis in September, Oktober, wann kommen die? Acht Wochen später, also im Oktober hat man die dann. Und ja, eiweißreich, frisch und auch gar nicht mal so wenig Kalorien, 31 Kilokalorien. Ja, Stangenbohnen im Zusammenhang mit der Milpa, mit den drei Schwestern, also mit Kürbis und Mais zusammen anbauen. Auch immer sehr sichere und hohe Erträge, dass da irgendwas von der Fläche runterkommt, auf jeden Fall. So, nächstes. Das war die Nummer 6. Die, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt 7. Und da kommen jetzt das Obst zu seinem Recht. Und da würde ich auch die ganze Klasse Apfel, Birnen, Pflaumen in eines packen. Die haben nämlich eine ganz ähnliche Kaloriengehalt. 52 bei Apfel, 57 bei der Birne, 46 bei der Pflaume. Also das ist schon richtig kräftig Kaloriengehalt. Und die kann man ja auf verschiedenste Art und Weise, sei es Apfelmus, Äpfel natürlich lange lagerfähig, Pflaume, getrocknete Pflaumen, eingelegte Pflaumen. Also das ist tatsächlich, und dadurch, dass es eben Bäume sind, noch mal eine andere Ertragssicherheit, anders als vielleicht eben diese einjährigen Pflanzen, wo man immer viel mehr anbauen, wässern, düngen muss, sind diese vieljährigen Bäume, Büsche natürlich teilweise sicherer. Teilweise ist es so, wenn die Einjährigen keinen guten Ertrag haben, aber wenigstens die Bäume einen guten Ertrag. So, also das ist, trägt dann zur Nahrungsmittelsicherheit bei. Apfel, Birne, Pflaume ist also meine Nummer 7. Nummer 8. Die Nummer 9, Walnuss. Die ganzen Nüsse, auch wieder zusammengefasst, Walnuss, Haselnuss, Esskastanie. Und die haben richtig krass hohe
Kaloriengehalt, die sind ja auch fast trocken, ne? Da ist ja nicht so viel Wasser drin, während Apfel und dergleichen relativ viel Wasser enthält. Die haben also Walnuss 654 Kilokalorien pro 100 Gramm, Haselnuss 628 Kilokalorien pro 100 Gramm, Esskastanie, nicht mehr ganz so viel, ein bisschen mehr Wasser drin, 200 Kilokalorien je 100 Gramm. Aber so oder so richtig fette Kilokalorien. Man sagte in der Schweiz, im Tessin, wenn für jede Person eine Esskastanienbaum da ist, dann wird es keinen Hunger geben, dann wird man immer im Winter auch genug Esskastanien zu essen haben. Wobei diese Esskastanien da riesige 100 und 150 Jahre alte mächtige Baumriesen sind mit großer Krone. Aber allgemein auch hier, also Walnuss wächst ja selbst bei uns hier in Norddeutschland, in Mecklenburg-Vorpommern noch gut. Haselnuss wächst ja auch ganz gut. Esskastanie habe ich hier Schwierigkeiten. Wenn man hier geschützte Bereiche hat, dann wächst das hier ganz gut. Da, wo es ein bisschen wärmer ist, ein bisschen weiter südlich, Rheingegend oder so, da ist natürlich die Esskastanie der Brotbaum schlechthin. Also das sind auch wiederum, tragen zur Nahrungsmittelsicherheit bei. Wunderbar lagerfähig, sehr, sehr hochwertig, weil sie nicht nur Kohlenhydrate enthalten, sondern auch hochwertige Eiweiße und Fette, gerade Walnuss und Haselnuss. Die Esskastanie tatsächlich ist fast wie die Kartoffel, die hat fast auch nur Kohlenhydrate. Ja, also das wird man jetzt nicht von heute auf morgen umsetzen, aber wenn Sie so einen Baum haben, pflegen Sie ihn, lassen Sie ihn stehen, beziehungsweise pflanzen Sie ruhig mal ein paar Ecken solche Bäume und gucken, wie die sich entwickeln. Ich habe hier meinen ganzen Garten mit Walnuss und teilweise Haselnuss und Esskastanien vollgepflanzt. Vieles, vieles geht hier bei mir immer ein. Kalte Winter, kalter Wind, das mag der dann, und hier pfeift der Wind bei uns im Norden quasi von der Küste über die Felder. Und das mit der Kälte dann auch mal minus 15, minus 20 Grad eine Woche lang im Winter, in der Nacht, das bringt dann die Bäume mitunter um, das fällt die Esskastanie dann nicht aus oder auch viele andere Sachen. Die Walnuss wird dann interessanterweise auch Jahr für Jahr kleiner anstatt größer. Aber jetzt habe ich sie langsam. Jetzt sind sie die ersten Jahre überlebt. Jetzt wird sogar mein kleiner Esskastanienbusch, der eine von 10 Bäumen ist, die ich hier gepflanzt habe, die überlebt haben. Jetzt kommen sie langsam. Also das ist dann so eine langfristige Geschichte, solche Bäume pflanzen. Aber sollte man im Blick behalten. Ja, und dann Zwiebeln. Nicht nur ein Powerhouse, eine konzentrierte Gesundheitsnahrung, speziell wenn man da auch ein bisschen von roh isst, sondern auch gar nicht so wenig Kalorien, 40 Kilokalorien je 100 Gramm und eine schöne Ergänzung für alle möglichen Salate und sonst was. Ne? Ehrenplatz Brennnessel, das war von Dagmar Stein, die hat uns da vom Kasimir und Lieselotte, wo wir immer unseren Stammtisch machen in Werder, in der Nähe von Potsdam, hat dann gesagt, bitte auch noch die Brennnesseln mit reinnehmen. Jawohl, 48 Kilokalorien je 100 Gramm. Brennnesselblätter, Brennnesselsamen haben auch viele über Hungersnöte und so weiter gerettet. Wenn man weiß, was man so in der Natur, eben zum Beispiel auch Brennnessel und Kräutern, sei es Vogelmiere, sei es Giersch und solche Sachen, dann im Notfall essen kann, dann wird man zumindest eben nicht nur, da vielleicht nicht mit sonderlich viel Kalorien versorgt, aber ganz viel Vitalstoffe, sodass man dann trotzdem sehr gut überleben kann oder sehr gut gesund bleiben und leben kann. Ja, das waren die 10, Top 10 der Kulturen, die ich mir überlegt habe, die in der Krisenversorgung eine Rolle spielen. Im Grunde ist es so, man geht 150 Jahre zurück und guckt sich, was haben die denn damals angebaut, und das kann man eigentlich fast eins zu eins kopieren, wobei sie eben ein paar Sachen noch nicht ganz verstanden haben. Ich kann mich auch immer wieder an die Geschichten aus Russland erinnern, in den 90er Jahren. Da bin ich ja, habe ich ja gerade angefangen, mich auch mit Landwirtschaft und so zu beschäftigen. Da war ich gerade aus der Schule raus, so 1995 und so. Und da hieß es, oh mein Gott, den Russen geht schlecht. Die müssen da irgendwie von 100 Euro im Monat leben und haben da im Grunde keine
Also alles ist genauso teuer wie bei uns, Kleidung und Essen und sonst was. Wie überleben die nur? Und dann hieß es immer wieder, ja, die überleben wegen ihrer Datscha. Also die Russen haben auch diese Gartenkultur, dieses Wochenendhäuschen, diese Datscha. Haben dann eben viel Kartoffeln und andere Sachen, Mohrrüben und Gemüse selber angebaut. Offensichtlich genug, dass sie nicht verhungert sind und trotzdem immer noch adrett gekleidet mit relativ, mit einem guten Lebensstandard wahrscheinlich nicht, aber Überlebensmöglichkeit da gehabt haben. Und das waren die schlimm 90er Jahre für die Russen mit Jelzin und deren Verscherbelung ihrer ganzen Industrie und sonst was, was sich ja dann ab 2000 deutlich gebessert hat. Inzwischen sind sie ja wirtschaftlich viel, viel besser dran und müssen nicht mehr nur von dem Gemüse ihrer Datscha leben. Aber diese Geschichten habe ich damals im Kopf. Tatsächlich, das geht tatsächlich. Ein Volk in der Krise mit Nahrungsmittelproblemen und Armut aus Gemüsegärten versorgen. Das ist richtig relevant. Das hat volkswirtschaftliche, gesundheitliche Bedeutung und das können auch sie machen. Sich aus ihrem Garten ernähren und desto mehr sie das ganz ohne Krise tun, desto gesünder wird werden sie, ihre Familie, ihr Boden, ihre Umwelt werden und von daher ist es sowieso eine gute Idee und für jede Krisenvorsorge ist es in der richtigen Krise ist es natürlich auch wieder eine zusätzliche Sicherheit, dass da kommen mag, was will, aber sie sind in der Lage, sich und ihre Lieben zu versorgen. Ja, bis zum nächsten Mal.